guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Biohirnanalyse. Mein Name ist Mike Schädlich, ich bin 53 Jahre jung. Es geht im Grunde genommen um unser Hirn. Als vor etwa, sagen wir mal, 1 Million Jahren die ersten Tiere sich auf dem Erdball entwickelt haben, hatten die zunächst nur ein Hirn. Das ist das Stammhirn, das sogenannte Gefühlshirn. Und das hat ausgereicht, um im Grunde genommen zwei wichtige Lebensprozesse voranzutreiben. Das war Nummer eins, die Ernährung, und Punkt Nummer zwei, die Fortpflanzung. Mehr haben die nicht gebraucht. Und jetzt hat dieses Hirn nicht mehr ausgereicht, die Lebensprozesse umzusetzen, weil man gegenüber in der Fleischnahrung, und jetzt hieß es plötzlich, fressen und gefressen werden. Also hat sich ein neues Hirn gebildet, das sogenannte Zwischenhirn. Gefahr erkennen, Adrenalinausstoß, Verfügung über die Gegenwart. Das heißt, ich muss eben jetzt entscheiden, habe ich was zu fressen, beziehungsweise steht hinter mir der Säbelzahntiger und nimmt mich auf und schmeißt den Leuten auf. Und jetzt habt ihr auf einmal alle Zeit der Welt, ein drittes Hirn zu entwickeln, das sogenannte Großhirn. Wir besitzen ebenfalls diese drei Hirne. Und bei uns sind sie natürlich am besten ausgebildet, sodass es jetzt letztendlich bei einer Hirnanalyse nur darum geht, wie viel Prozent besitze ich von diesem Hirn und von diesem Hirn. Wir werden uns heute, wie gesagt, über das Stammhirn unterhalten, das ist das Gefühlshirn, die Verfügung über die Vergangenheit. Wir werden uns über das Zwischenhirn unterhalten, im Jetzt, im Tun und über das sogenannte rationale Hirn, das heißt Verfügung über die Zukunft, Fakten, Daten, Zahlen. Was wir hier auswerten ist, wie viel Prozent habe ich von jedem einzelnen Hirn. Und in Zukunft wird das Leben doppelt so viel Spaß machen, analysieren, warum, wieso, weshalb eine Situation so und so verlaufen ist, macht es einfach viel, viel mehr Spaß. Ich sage es mal, da in Zukunft dann auch die Früchte zu ernten, wo man es vielleicht als Verkäufer in Fehlabschluss hatte, der ganz, ganz einfach nur mit diesem Wissen hätte über die Bühne gezogen werden können, wo man einfach nicht fachlich versorgt hat, sondern einfach nur hirntechnisch versorgt.